Ja, wie es die Mütter so haben, sie wollen möglichst viel von ihren Sprösslingen erzählen. Und also ich muss sagen, ich hatte die krasse Aufgabe, in je 10 Minuten so ein Leben zusammenzufassen, 2 Leben und eigentlich einen Wasserfall in ein Taschentuch einzubinden und eine Sprudelquelle, und das war wirklich schwierig. Aber ich hatte Hilfe und ich danke Boasa, sie hat mir durch die Fotos geholfen, und die Lois, sie hat mir hat geschnitten, und um euch ein bisschen ein Bild zu geben von dem, was wir so erlebt haben. Ich kann nur sagen, was haben wir alles zusammen erlebt? Es bleibt nur eines, einfach Danke zu sagen, und wir lieben euch. Heute stehen 2 unserer geliebten Kinder vor dem Traualtar, und wir möchten gemeinsam ein paar Streiflichter werfen auf die schönen und eigentlich viel zu kurzen Kinder- und Jugendjahre, die wir mit Elias und Anna Sophia zusammen verbringen durften. Gott hat uns so beschenkt. Am 29. März 1992 und am 3. Januar 1997, also mit ziemlich genau 5 Jahren Abstand, wurden uns die Nummer 6 und die Nummer 9 unserer 11-köpfigen Kinderschar auf ähnlich spektakuläre Weise hinzugefügt. Elias Hebamme hatte eigentlich Nachtdienst in einem ca. 4 Autofahrtstunden entfernten Krankenhaus. «Ja, wenn er am Tag kommt und ich nicht gerade Dienst habe, bin ich dabei», meinte sie lachend. Und bei Anna Sophia war gar keine Hebamme verfügbar, außer eine männliche in Form von Ivo. Aber wie es unser ganzes Leben lang schon unser Fokus war, es war einfach Friede da über den verrückten Gedanken, und so wagten wir es. Sie kamen in perfektem Timing, wunderbar und kerngesund zu Hause zur Welt. Welch ein Geschenk! Obwohl die beiden so verschieden sind, sind sie doch in vielem sehr ähnlich. Elias ist als der erste von den Kleinen mit so viel Respekt und Ehrfurcht vor dem Leben aufgewachsen. Was die Großen alles können! Und als sie mal nicht da waren, war er wie der ängstliche kleine Spatz, der um sich schaut, sich gar nichts zutraut und vor allem und jedem Angst hat. Es waren damals 4 Jungen in einem großen Zimmer, und erst wenn die Großen auch im Bett waren, konnte er ruhig und gelassen einschlafen. Trotzdem erkannten wir schnell in ihm einen starken Charakter. Wie ich mich erinnere, hatten wir, bevor er 3 Jahre alt war, nur ein paar wenige Situationen, wo er spüren musste, dass ein starker Eigenwille nie in eine gute Richtung, sondern immer in die Sackgasse hineinführt. Und das war es dann auch schon. Von da an hatte er sein kleines Herzchen ganz selbstständig und von alleine unter die liebliche Herrschaft des Friedens Gottes gestellt. Und es zündete in ihm ein Motor der Liebe zu Gott und zu seinem Umfeld, der nie wieder zu bremsen war. Schnell flog die Zeit, mittlerweile waren noch 2 Brüderchen, Joschi und Jan Henoch, dazugekommen. Und wie spannend, ein Mädchen, die kleine Anna Sophia. Nun war er der Große und fühlte sich unheimlich verantwortlich für die kleinen Geschwister. Er spürte auch schnell, wenn mir die Dinge über den Kopf wachsen wollten. Und da muss ich eine Begebenheit erzählen, die sehr typisch für Elias ist. «Mami, kann ich etwas helfen?», hörte ich ihn oft fragen. Eines Tages, bereits im Kindergarten, gab ich ihm dann eine Verantwortung. Es war unser Körbli. Im Wohnzimmer stand immer ein Körbli. Dort wanderten alle Spielsachen und Gegenstände hinein, die am falschen Platz waren. Seine Verantwortung war ab jetzt, das Körbli aufzuräumen und all die liegen gebliebenen Gegenstände wieder getreu an ihren Platz zu versorgen. Das war so ein unbeliebtes Ämtchen. Ab diesem Moment spürte ich aber in ihm den lieblichen Vorsatz, ja, gerne mache ich das. Er machte das so von ganzem Herzen für mich, und das ergab eigentlich für mich das Muster, wie sein ganzes darauffolgendes Leben sich entwickelte. Immer 100% voll rein in die Bedürfnisse, alles geben, teils auch etwas zu viel. Das weiß jeder seiner Mitarbeiter, Chefs, Arbeits- oder Militärkollegen genau. Bis heute sagt er immer noch scherzhalber, wenn ich ihn mal rufe: «Hier bin ich, sende mich!» In der Armeesprache: «Hier!» Oder mit den Worten von Heidi: «Ich will auch etwas schaffen!» Stundenlang hat er sich früher die spannenden biblischen Geschichten auf Kassetten angehört und konnte nicht selten ganze Szenen aus Hörspielen runterleiern. Das konnte er auch bald gebrauchen, nämlich für unsere Kindermusicals und Theaterli.
Mit 4 Jahren hat er beim ersten Kindermusical mitgespielt und die erste wichtige Rolle bei der kleinen Aufführung des Gedichtes vom Bettler vom Schloss bei unserem Verwandtentreffen. Dann im Kindergarten schon die Hauptrolle des kleinen Hirtenjungen David, beim Musical der Bettler vom Schloss als schimpfender Lehrer. Aber inzwischen ist ja, wie gesagt, noch etwas Wichtiges passiert. Anna Sophia ist dazugekommen. Das süße kleine Mädchen, nach 3 Jungs ganz besonders zum Genießen für Mami und Papi sowie für alle 8 Geschwister. Die Zufriedenheit in Person als Baby, sprühend vor Energie, Ideenreichtum, Kreativität, Fantasie und Lebensfreude als Kind und bis heute der Vulkan der Familie. Anna Sophia war stets das, was sich eine Mami oder ein Papi wünschen würden. Ein Wesen, das so viel Zufriedenheit, Freude, Fröhlichkeit und Sonnenschein ins Haus gebracht hat. Während Elias bereits ein begabter Blockflötenspieler war, interessierte Anna Sophia nur das Puppenspielen, Theaterli ausdenken, Geschichten erfinden und spielen, spielen, spielen. Elias machte einen Riesensprung von der Flöte aufwärts, als er uns innerhalb eines Jahres mit einem Saxophonstück überraschte, das er heimlich mit einer CD und einem Notenheft übte, das ich ihm mal geschenkt hatte. Unsere Mitarbeiterin Ruth nahm sich unterdessen die Mühe, auch Anna Sophia die ersten Blockflötentöne beizubringen. Aber selbst mit Farben, Noten, Muster und spielerischem Üben, es wollte und wollte nicht funktionieren. Das Mundwerk musste einfach frei sein, nicht von einem Speuzknebel belegt. Da war schon eher das Singen passend. Nun kam die Zeit der Familienoratorien, unsere Familienauftritte mit Liedern von der ganzen Familie, wo Anna Sophia wie auch Elias sich fleißig und mit vollem Elan beteiligten. Zuerst mit eigenen Gedanken, wo Papa oder Mama Melodien dazu schrieben und später dann auch selbst komponierte Lieder. Ich hab das. Und Demut vor dem allwissenden Gott. Denn nichts bleibt vor ihm verborgen. Das erste Liedchen von Anna Sophias Hüeli mit 3 Jahren. Jahren, wenn ich dich lieb habe. Geschrieben aus dem Alltag und dem eigenen Herzen. Will du da oben, im Himmel und in meinem Herz lieb ich, kann ich dir folgen, ich habe dich gern. Mit 8 Jahren komponierte Elias für das Familienoratorium Salomons Wunsch sein erstes Lied. Also mein Wunsch war einfach, dass ich meine Eltern ehren kann, so wie sie es schon gesagt hat. Und jetzt einfach wollen wir das noch singen. Ehre deine Mutter und dein Vater, denn das ist das erste Gebot mit Verheißung. Viel zu schnell wuchsen die beiden heran. Elias bestand seine Schulzeit mit herausragenden Leistungen und in seiner Freizeit, was er da nicht alles noch hineinpackte. Kinderstunden geben mit der großen Schwester Lois, Veranstaltungs- und Filmmaterial herumhieven und verwalten, Klappe schlagen, assistieren, eifrig die Techniker unterstützen, wo es nur geht und schon bald selber filmen. Mitarbeit in Spielfilmen, dann begann die Computerzeit. Schon von klein auf hatte Elias viele Kosenamen, zum Beispiel Willi Wei Welpe, 3x W, www. War das wohl der Ausschlag für sein Interesse an Computern? Bis in alle Nacht hinein lernte er Sachen zu programmieren, die dem Gesamten zur Unterstützung dienen. Wie zum Beispiel die Erstellung von Homepages zur Veröffentlichung von Papas Werken, Videos der Familie und OCG, Verwaltung von Technikmaterial und so weiter. Er entwickelte auch ein geniales Programm, durch das Ivo in der Übersetzung des Neuen Testaments aus dem Griechischen auf einen Klick dasselbe Wort in 7 Universitätsfachlexikas aufschlagen und vergleichen kann. Dann hat er sich in die Aufnahmetechnik reingefuchst und mit 16 Jahren ein ganzes Team übernommen. Trotzdem hat es immer gereicht für Spaß und Spiel.
Elias, wann hast du eigentlich noch Zeit gehabt für deine Ausbildung als Informatiker und die Berufsmatura? Ich weiß es nicht mehr. Elias, du bist mir ein Beispiel von Segen und Gelingen in allem, was du angefasst hast, weil du das Herz am rechten Fleck hast. Deine Liebe und Beziehung zu Gott hat sich bei dir immer in ganz praktischer Unterstützung der Menschen um dich herum geäußert. Anna-Sophia, wo warst du in dieser bewegten Zeit? Dein fröhliches Spielen, Singen und Kreativsein nimmt nun auch krasse Formen an. Nicht nur mit deinen Liedchen eroberst du die Herzen. Aus Spiel wird echt. Deine Begabung kommt nun in den Kasten. Du bekommst deine krassen Rollen mit Yoshi zusammen in den Spielfilmen Held sterben anders. Sophie und der Sektenboss, was du da alles lernen musstest. Du würdest sagen, durftest, denn es hat dir riesen Spaß gemacht. Da war noch mehr, der Spielfilm Karma, ich komme wieder. Und dazu noch gerne der Mami ab und zu helfen, wenn etwas Zeit übrig blieb und das Puppenstübchen nicht gerade rief oder du nicht gerade Lehrerin gespielt hast mit den Nachbarskindern. Du hast mit deinem lieben und fröhlichen Wesen immer die Herzen im Sturm erobert, bis heute. Was soll ich noch von Elias erzählen, von seinen Rollergeschichten, wo er lieber den Hang runter ins Tal rannte bis zu seinem Arbeitsplatz, wenn das Geschwür wieder mal seine Dienste versagte, bevor er anrufen würde, um uns keine Umstände zu machen. Von seinem Lehrabschluss mit Bestleistungen, wo Ivo und ich etwa dreimal zu Abschlussfeier und Auszeichnungen eingeladen wurden. Oder von seinen Errungenschaften in der ganzen Internetentwicklung mit seinen zahllosen Erfindungen, die er mit seinen internationalen Teams realisiert hat in den letzten Jahren. Zusammen mit mehrheitlich sehr jungen Informatikern und solchen, die es durch sein Vorbild werden wollten, haben sie unter seiner Anleitung, ich möchte sagen, Übermenschliches geleistet. Auch viele freiwillige Helfer, die nicht vom Fach sind, und ältere Leute bekamen sogar Mut, selber Computer zusammenzubauen und so weiter. Unser unabhängiger Nachrichtensender KlarTV ist sicher das größte Projekt, das es zu verwalten gibt, mit ca. 10 Millionen Videoansichten pro Jahr und mit über 650 Millionen Dateizugriffen pro Jahr. Dazu kamen Dienstleistungsprogramme, die vernetztes Zusammenarbeiten über alle Landesgrenzen hinaus ermöglichen, Serverfarmen. Also wenn die zusammen Telco haben, verstehe ich kein Wort. Könnt ihr euch etwas darunter vorstellen? Nein? Ich glaube, ich muss doch noch ein wenig aufzählen. AZK, Antizensur.info, SASEC.tv, www.sasek.tv, vetopedia.org, radiotribunal.ch, ivosasek.ch, familiesasek.ch, lügenbarometer.info, sg.info, stimmvereinigung.org, sasek-news, panoramafilm.ch, bemessung.info, novatorium.de, verändert.de, ocg.live, elionverlag.ch und ca. 25 weitere kleine und größere Webseiten. Auch das Singen erwachte bei ihm in einer neuen Dimension. Da kann ich als Mutter nur sagen, was nicht alles möglich ist, wenn man nicht die ganze Zeit ins Handy starren muss. Die Militärzeit, die er als Oberordnanz begann, das heißt Schuhputzer der Offiziere, und als rechte Hand und Internetspezialist beendete.
Es gibt sogar ein Büchlein von allen seinen Armeeerlebnissen. Elias, wir haben so viel Freude mit dir gehabt und sind nur beschenkt durch dich. Wir haben aber auch miteinander so viele schöne, erholsame Urlaubszeiten verbracht. Zweimal im Jahr hatten wir Zeit, nur zusammen, und das war immer so schön. Es wird uns fehlen, doch jetzt kommt etwas Neues, Besseres. Unser Anna Söffeli bringt die Schulzeit auch mit guten Leistungen und vor allem vorbildlich hinter sich. Vorbildlich deshalb, weil ihre Beziehung zum Herrn stets das Wichtigste ist. Sie nutzt auch jede freie Minute zur Unterstützung ihrer großen Schwestern Lois und Sulamit im Panorama Filmstudio und verbringt da viel Zeit. Ihre übersprudelnde Kreativität kommt auch der Filmarbeit immer mehr zugute. Sie lernt sehr schnell das professionelle Schneiden von Filmen und wie ein 5-Sterne-Koch mit seinen Zutaten hantiert, so hantiert Anna Sophia mit Bildern, Titeln, Musikeffekten und visuellen Effekten. Aus ihrem kreativen Bauchgefühl heraus zaubert sie in kürzester Zeit Trailers, Filmszenen und Dokumentationen hervor, dass der Profi staunt und sich der Laie wundert. Auch als Fotografin und Kamerafrau entwickelt sie sehr schnell das Gespür für schöne Bildsetzungen, für die richtigen Momente und Perspektiven. Und schon bald ist sie nicht nur professionell ausgebildete Multimedia-Fachfrau, sondern beginnt auch internationale Filmteams zu koordinieren, schulen und managen. Ihre sprudelnde Begabung als charismatische Moderatorin, zuerst von Jugend-TV und dann auch von Klar-TV-Sendungen, sei hier auch noch erwähnt. Ihre Kreativität uferte während der Schulzeit einmal etwas aus, dass sich ihr das ganze Material, das sie so braucht, auf den Boden verteilte und dabei bis zu den Knöcheln versank. Anna Sophia, so weit darf die Kreativität nicht führen. Von diesem Moment an lernt sie Ordnung lieben, dass ich als Mutter nur staunen kann. So verwaltet sie nun auch in vorbildlichstem Ordnungssinn und Strukturverständnis die umfangreichen Filmarchive von Klar-TV und Panoramafilm. Einmal lief ich aus ihrem Zimmer in den Flur und hörte sie an ihrem Schreibpult singen. Ich kam nicht umhin, auf dem Absatz umzukehren und ihr zu sagen, Anna Sophia, was ich jetzt gerade gehört habe, da musst du unbedingt dranbleiben und weiter üben. Also das himmlische Reiche, kam Jesus in diese Welt. Tausend Worte können nicht beschreiben, wie du, Herr Jesus, bist. Tausend Lieder. Wasa und Rudli, habt ihr auch noch etwas dazu? Wir beide hatten das Vorrecht, mit dir, Anna Sophia, hautnah aufzuwachsen. Da du die Älteste von unserer Zimmergemeinschaft warst, hast du dich immer mit vollem Herzblut um uns gekümmert. Und diese Zeit ist einfach unvergesslich. Du hast dich immer um unser Wohlergehen gekümmert und wenn etwas nicht gepasst hat, bist du mit uns hingesessen und hast mit uns geredet, bis es wieder gut war. Schon als kleines Mädchen hast du viele Lieder in wenigen Minuten zusammengetextet und dann haben wir sie oft am Abend vor dem Zubettgehen gesungen. Deine Gitarre war immer katastrophal verstimmt und du spieltest einfach voll drauf los, aber das störte niemanden. Im Gegenteil, das war besonders witzig. Und beim Puppenspielen hast du uns die spannendsten Geschichten erzählt, dass man gar nicht mehr aufhören konnte zuzuhören. Du hast uns auch oft unterwiesen mit biblischen Geschichten und hast sie in selbst erfundene Gleichnisse gepackt, damit wir sie besser verstehen. Die Jahre vergingen sehr schnell und wir wurden über diese Zeit sehr zusammengeschweißt. Zusammen war uns wirklich nie langweilig, immer war etwas da, um zu lachen. Ich erinnere mich gerne daran, wie oft wir uns zu dritt auf zwei Matratzen quetschen und so wochenlang schliefen. Viele wunderschöne Ferien durften wir mit dir verbringen und die letzten Wochen haben wir die Zeit mit dir besonders genossen. Da haben wir noch alles gemacht, was wir noch machen konnten. Zusammen duschen, zusammen das Hochzeitskleid aussuchen und einen Tag alleine mit dir verbringen, um die gemeinsame Zeit noch gebührend abzuschließen.
wir haben von dir gelernt, dass Einheit das Wichtigste ist. Hauptsache eins, Hauptsache sich nicht voneinander trennen lassen, sondern miteinander reden, bis der Friede wieder da ist. Und diesen Satz dürfen wir von dir jedes Mal anhören, wenn es dir nach einer Abwärtskurve wieder gut ging. Weißt du, im Wort lösen sich einfach alle Probleme auf. Wir können dir einfach nur Danke sagen. Danke für diese wunderschöne Zeit und alles, was du in uns investiert hast. Wir lieben dich von ganzem Herzen und wünschen dir das Allerbeste in der Zukunft mit Ramon. Deine Uti und Bobo. Anna-Sophia, wie sind wir von dir mit Liebe überschüttet worden, dein sonniges, fröhliches Wesen. Keine Mail, kein Tag, der nicht mit allerliebstes Mamale und Papale begann. Oder Mama, bist du süß, bist du lieb. Ich glaube, du hast dich im Spiegel gesehen. Das fröhliche Singen und Lachen im Flur. Elias und Anna-Sophia, ihr werdet uns fehlen. Und doch seid ihr noch nahe, weil wir zusammen in diesem wunderbaren Dienst stehen dürfen. Es bleibt mir, uns nur noch zu sagen, danke, danke, dass es euch gibt und danke auch an die wunderbaren Familien Bühler und Christ, die uns so liebevolle und kostbare Schwiegerkinder wie Ramon und Steffi beschert haben. Die neue Welt wird durch euch, liebe Steffi und Elias, liebe Ramon und Anna-Sophia, wirklich sichtbar und erlebbar. Wir lieben euch sehr.